So, und weiter geht's direkt. Direkt geht's weiter mit Assassin's Creed Odyssey. Yes. Wir stehen kurz vor Athen. Und heute werden wir wohl Athen zu Gesicht kriegen. Wenn du soweit bist, treffen wir uns auf der Pnyx in Athen. Auf der Pnyx. Gib dich zu Pnyx in Athen. Und ich kann es nicht fassen, dass wir in Athen sind. Also noch nicht, aber anscheinend gleich. Da ist Groß-Athen. Ja, guck mal, das könnte schon... Das ist die Akropolis. Bilder des Tages. Klar, das ist die Akropolis, Alter. Geil. Oh. Da gehen wir jetzt hin. Einfach so. Das ist schon die Mission, ne? Willkommen in Athen. Oh, ich hab schon Gänsehaut, ey. Tausend Meter. Schau mal, Phobos, ne? Kommt er? Hier ist er auch in Athen, du bist auch in Athen. Los, Phobos. Geil. Phobos. Phobos ist cool. Komm schon. Komm schon, Phobos. Hallo, ich bin neu. Da sind wir schon fast in Athen. Da sind wir. Geil. Akropolis. Der Parthenon, ne? Das ist so cool. Auf immer zu kämpfen hier. Guck mal, wie geil das aussieht. Wow, wow, wow. Das ist geil. Na los. Ja. Geil. Athen. Athen. Mal sehen, was diese Stadt für mich bereithält. Ha! Wir sind in Athen angekommen. Auf geht's! Geil. Ich mach mal den Ikarus, ja? Einfach so mal. Wo war der? Der auch nicht. Ne, der auch nicht. Wo ist der Ikarus? Deswegen. Ich muss aussteigen, oder was? Alles. Ich war das hier, Leo. Ich hab den Ikarus nicht. So geht denn der Ikarus? Ach, da, jetzt geht er. Wie ging da nicht? Okay, geil. Das ist Athen, Leute. Das antike Athen. So, flieg mal so mal nach oben. Da ist er, der Parthenon. Die Akropolis. Geil. So sah das mal früher aus, ne? Jetzt stehen da nur ein paar Säulen rum. In der heutigen Zeit.
Das haben die schön gemacht, echt. Auch hier so die Aussicht. So sah das aus. Ist das nicht Bombe? Ist das nicht Bombe? Eine kleine Runde. Warte, wir drehen mal kurz. Das ist so geil, ne? So sah das mal aus, ey. Echt. So nice. Die haben auch so das Dionysos-Theater, haben die da auch dahin gebaut, ne? Das ist auch in echt, auch direkt da drunter hier. Geil. Wow, 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 Athen. Das ist der Hafen da hinten. Piräus. Vom Staunen nicht raus, echt. So geil, das Teil mal so in 3D zu sehen, so animiert, ne? In so einem Computerspiel. Voll cool. Der Parthenon. Sehr nice, Ikaros. Sehr, sehr nice. Okay. Sag mal danke, Ikaros. Jetzt ist Phobos wieder weg, ne? Gib dich zu Pnyx in Athen. Was haben die hier gebaut, Alter, echte? Hammer, die Jungs. Von Ubisoft. Malaka. Einen herzlichen Dank an Ubisoft, dass sie sowas hier gebaut haben, ey. So geil. So nice, echt. Best, best. Alter, ich komme vom Staunen nicht raus hier. Jeder Ecke, ne, steht da so ein Tempel, so ein Palast. Skulpturen. Wahnsinn, echt. Einfach mal so ein Spaziergang durch Athen, ne? Durch antike Athen. Sorry. Der kommt da mit dem Pferd runter, was? Vorsicht. Sonst eliminiere ich dich. Ich verstecke mich lieber. Warum das denn? Ich will mich nicht verstecken. Das erste, was wir machen, wir steigen jetzt auf die Akropolis drauf. Das ist, was wir. Das allererste, was wir machen. Ha! So nice. Was ist das für ein Tempel? Huh?
Hier geht's hoch, ne? Ja, das mal an, ne? Überall. Wow. Das haut mich weg, ey. Das haut mich um. Heiligtum auf der Akropolis. Ha! Die Folge gehen wir nur spazieren hier. Nur. Nichts anderes. Das ist der Rundgang zur Akropolis. Nice, echt. Gehen nur spazieren die Folge. Ha. Wir besteigen die Akropolis. So, so nice. Endlich kann man das so sehen, wie das mal so aussah, ne? Weil die Jungs von Ubisoft, die sind ja in echt da runtergeflogen. Und ich weiß nicht, wie lange die da waren. Die haben da alles abfotografiert, abgescannt, abgefilmt. Dann haben die das alles gebaut, ey. Wahnsinn, echt. Alter, was die da rausgehauen haben. Das zieht mir echt die Schuhe aus, ey. Die berühmte Akropolis. Da ist ein Zeugnis menschlicher Kreativität und Handwerkskunst. Jawohl. Da ist die Athene, ne? Und da stand die wirklich damals. Genau an dieser Position. Direkt hier vor der Akropolis. Aber heute ist nichts mehr von der übrig, ne? Wow, guck mal, wie fett, echt. Ah. Ich komm vom Staunen nicht raus hier, ey. Hammer, Hammer, Alter. Hammer, guck mal, was die da gebaut haben. Die ist sogar so eine Synchronisationsgeschichte. Bist du sowas, Athena? Komm. Wir besteigen mal die Athena. Ja, und jetzt? Dann geht's nicht weiter und dann geht's auch nicht weiter. Warte, wir versuchen das von hier. Den ist nicht so leicht zu haben. Oh, 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 oh. So geht das denn nicht. Oh. So, kann man hier synchronisieren? Na dann, leg mal los. Yeah. Geil. Jetzt aber hoch, ne? Nice, wie nice das aussieht.
Wahnsinn. Okay. Da runterspringen, ne? Augen zu und durch. Bam. Geil, ich bin gerade voll geflasht, echt. Da, die sind heutzutage noch da, ne? Genau, die kann man noch so sehen. Zwar sind die schon beschädigt, ne? Aber die sind noch zu sehen, die Figuren. Überall in jeder Ecke, echt. Sogar hier in der tiefsten Ecke bauen die so eine Figur. So geil gemacht, sehr, sehr schön, echt. So sah das mal aus, ne? Schon cool drauf, die Griechen, echt. Ich würde gerne mal... Hier so mal. Ja. Parthenon. Den haben wir jetzt auch entdeckt, ey. Geil, wir stehen direkt davor. Voller Urlaub. So kein Urlaub, sondern eher so eine Zeitreise. Echt? Ja. Das ist echt eine Zeitreise. Als ob man da ist, ne? Ist auch fett, das Ding, echt. Wahnsinn. So, was ist hier für eine Aussicht? Das Dionysos-Theater, ne? Geil. Heutzutage ist das alles weiß. Wenn man da jetzt steht und da sich umguckt, dann ist soweit das Auge reicht, alles nur weiße Häuser. Sah damals viel, viel schöner aus. Aniporforon ist die Noran. Ich wäre beinahe runtergefallen. Was? Das war schön, ne? Guck mal, die ganzen Feinheiten, echt. Das blaue und goldene. Da oben. Alter, ich. Wahnsinn, Wahnsinn. Hilfe. Zum Parthenon. Guck dir mal diese Details hier an, echt.
Schau mal, ne? Ha. Und es geht ja weiter, ne? Und es geht ja weiter. Nice, echt. So, zieh dich hoch. Gehen wir hier auf den Paten und spazieren. Gehen wir mal rein. Zu gucken. Kann man stehlen. Voll die Schätze hier, na guck mal. Kannst du alles klauen. Nur Schätze. Guck mal. Hier konnte man jetzt von der anderen Seite wieder rein, ne? Die Säulen, ne? Die sehen echt so aus, ey. Genau so. Echt der Wahnsinn, ne? So, ich guck mal, ob man jetzt hier reinkommt. Das ist bestimmt auch so denselben Raum, denke ich mal. Ah, da ist sie, genau. Das wollte ich sehen, nicht. Die Skulptur von der Athene, ne? Hammer. Gut, die Farben muss. Details, Farben. Knaller, echt. So nice, echt. Schätze. Very cool. Very, very nice. Haut mich echt weg, ja. Die alles steht, echt cool. So, jetzt haben wir das hier einigermaßen mal gesehen. So, die Missionen.
Ah, okay, da haben wir jetzt auch wieder diese Fragezeichen. Das ist aber mal eine Stadt, ne? Ha! Das ist aber mal eine Stadt hier. Athen, ne? Götter zu trotz. Okay, da haben wir schon ein paar Missionen hier, ne? Für Gelegenheit sorgen. Demosthenes, echt? Ist fett, ne? Ist groß. Oh, wie ganz Megaris, ne? War doch hier Megaris. Oh, passt gut da rein. Ganz Athen in Megaris. Bam. Sehr cool, echt. Dann haben wir schon ganz Athen aufgedeckt. Ja, nicht ganz, aber Groß Athen, das Zentrum, ne? Sehr cool, ja. So, was sagst du, wenn du schon mal hier in der Nähe bist? Demosthenes. Was hast du zu berichten? Demosthenes. Göttin des Krieges und der Weisheit. Ich... Chere. Ich habe einen Auftrag für dich, wenn du so gut bist, wie ich gehört habe. Hm? Du hast von mir gehört? Lass es dir nicht zu Kopf steigen. Ich höre alles, was in dieser Stadt passiert, Söldner. Wie könnte ich da nur ablehnen, wenn du mir derart schmeichelst? Ich wollte dir nicht schmeicheln. Ich wollte dich nur anheuern. Einige Spartiaten müssen dringend verschwinden. Du willst, dass ich deine Drecksarbeit erledige? Ich glaube, du hast eine falsche Vorstellung von mir, Feldherr... Demosthenes. Ich bin kein Mörder, wenn es das ist, wofür du mich hältst. Ich halte dich für jemanden, der bezahlt werden will. Liege ich falsch? Nein, nicht ganz. Na schön, also, was willst du? Meine Spione berichten, dass Sparta mobil macht. Und ich will, dass du sie dabei behinderst. Dringe in ihre Festungen ein und beseitige ihre Befehlshaber. Das erscheint mir sinnvoll. Schön, dass du mir zustimmst. Bring mir die Siegel der Befehlshaber, die du tötest, als Beweis. Du bist großzügig belohnt. Ist das etwa die Standardtaktik der Athener? Sicher nicht. Doch sie funktioniert. Das ist alles, was zählt. Mit der traditionellen Kriegskunst haben wir schon zu viele Athener an diese Wilden verloren. Die anderen Feldherren sind dagegen, doch ich lasse nicht zu, dass sie uns ins Verderben führen. Und was wollen sie denn? Sie wollen eine ehrenhafte, offene Feldschlacht, wo sich unsere Truppen direkt mit den Spartanern messen müssten. Eine Kraftprobe gegen diese Unholde könnten wir niemals gewinnen. Wir müssen klüger sein als sie. Also, tötest du die Befehlshaber? Ich töte die Polemarchen. Gut, ich nehme an. Gut. Ich habe zwar keine Genehmigung, meine Männer dafür einzusetzen, aber davon lasse ich mich nicht abhalten. Warum sind die Siegel so wichtig? Was ist so besonders an den Siegeln? Sie werden nur an wichtige Spartiaten verliehen. An solche, die ganze Festungen befehligen. Sie sterben lieber, als sich davon zu trennen. Also bring mir die Siegel als Beweis für ihren Tod. Wo finde ich sie? Wo kann ich sie finden? Die Spartaner sind tief in Athener Territorium vorgedrungen. Sie kontrollieren Festungen, die einst uns gehörten. Lass sie für jeden Schritt büßen. Was ist dein Plan? Wie lauten deine Pläne? Ich tue, was nötig ist, um die Athener zu schützen und Spartaner zu töten. Das habe ich nicht gemeint, sondern deine persönlichen Pläne. Meine Karriere geht dich nichts an. Aber ich verlange nicht viel. Nur eine Anerkennung meines strategischen Genies. Ich weiß genug. Ich weiß genug. Ich besorge dir diese Siegel, Feldherr. Gelegenheit sorgen. Spartanische Siege findet man bei spartanischen Polemarchen in Festungen. Hm? Unentdeckter Anführer. Okay. Wir
Okay, da haben wir schon ein paar Fragezeichen. Das klappern wir alles ab hier, ne? Auf jeden. Aber auf jeden. Okay, die Hauptquest. Willkommen in Athen, ne? Verbessere dann. Schwer. Kann ich den jetzt verbessern? Klar, ne? Das braucht man nicht hier. Warte, das mal wieder weg. Das braucht man nicht. Kann man den jetzt wieder verbessern? Das wollte ich nicht machen. Sehr geil. Ich wollte mal kurz die Hauptquest gucken, wo die ist. Das war die hier, ne? Genau. Sorry. Da ist die Haupt... Ach, das ist das, dieses Haus des Anführers. Genau, so heißt das. Alles klar, das machen wir alles demnächst, ne? Ach. Ich kletter extra nochmal hier hoch. Ja, das war eine Erkundungsfolge. Haben wir uns mal den Parthenon mal angeschaut. Die Akropolis. Nicht immer schnell durchhetzen, sondern mal ganz in Ruhe mal durch das antike Athen spazieren gegangen. Sehr cool, ey. So. Das ist auch ein cooler Anblick, ne? Und mit diesem Anblick sage ich danke und bis dann. Ciao.